Und damit herzlich willkommen bei einem weiteren Angezockt. Diesmal spiele ich Don't Starve. Wollte ich eigentlich schon länger mal spielen, längere Zeit. Aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, das mal im Steam Shop zu kaufen. Und jetzt letztes Wochenende gab es da ein ganz gutes Angebot. Und da dachte ich mir, da schlage ich mal zu. Und ich gucke mir das auch mal an. Ich wollte mir das eigentlich schon längst mal angucken. Ich habe mir das in ein paar anderen Let's Plays schon mal angeguckt, aber selber halt noch nie wirklich gespielt. Und ja, ich habe es jetzt einmal kurz ausprobiert, bevor ich jetzt hier das angezockt mache. Und es hat mir, wie gesagt, es hat mir sehr gut gefallen. Und ja, deswegen probiere ich es jetzt einfach mal aus. Vielleicht wird ja ein Let's Play draus. Ich kann es noch nicht genau sagen, aber auf jeden Fall wird das erstmal angezockt. So, ja. Ihr seht ja auch schon, ich habe hier schon einen Spielstand. Aber wir werden ein neues Spiel starten. Ich glaube, ich kann auch nur den einen Charakter wählen, ja. So, Gentleman Scientist. Okay. Den nehmen wir doch mal. World, kann ich die ändern? Achso, guck mal, das ist ja das ist so ein bisschen wie Minecraft im Prinzip, aber halt mit einer sehr witzigen Grafik. Werdet gleich schon sehen, was ich meine. Wenn ihr das Spiel nicht schon kennt. Also, ansonsten habt ihr sowieso was verpasst, weil es wirklich echt cool gemacht ist. Vor allem, ja, auch nur ein kleines Indie-Spiel eigentlich ist. Ich glaube, das lasse ich einfach mal alles auf Default. Und dann starten wir doch mal. Das finde ich auch cool gemacht. Die Welt wird erstellt. So. Aber nicht wundern, ich bin noch totaler Noob in dem Spiel. Say Paul, you don't look so good. You better find something to eat before night begins. The night starts, habe ich jetzt nicht lesen können. Ja, ich sollte lieber was zu essen finden, okay? Was haben wir hier? Ah, eine Krähe, die können wir aber nicht fangen. Ah, eine Pflanze. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit den Blumen machen können. Hey, krass, brauchen wir auf jeden Fall ganz viel. Zack. So, jetzt haben wir hier unten das Inventar. Wie gesagt, das ist so ähnlich wie bei Minecraft. Ach so, okay. Ich glaube, ich brauche erstmal das hier. Und dann muss ich irgendwo Steine finden, dann kann ich mir nämlich eine Axt bauen. Und hier lauern auch Gegner, deswegen muss man immer gucken. Am Anfang hat man gegen die noch recht wenig Chance. Ich hoffe, wir sterben nicht gleich am Anfang. Deswegen müssen wir jetzt zusehen, dass wir direkt was zu essen kriegen. Hier haben wir so das Crafting-Menü. Mal gucken. Eine Axt, was brauchen wir dafür? Okay, Steine. Stöcke haben wir schon. Und hier, Bären. Perfekt. Wir sollten uns hier, glaube ich, auch in den Bären positionieren, weil ich weiß nicht, ob die nachwachsen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber wenn die nachwachsen sollten, dann sollten wir da auf jeden Fall in der Nähe bleiben. Shit, ich habe noch keine Steine gefunden. Wir sammeln mal eben alles, was wir hier kriegen können. Denn im Moment geht es noch ums nackte Überleben. Also das ist halt ein bisschen, der Aspekt ist ein bisschen stärker bei dem Spiel hier, als bei Minecraft. Bei Minecraft hat man ja relativ schnell, kann man sich ein Bett basteln und so. Dann muss man auch die Nacht nicht mehr überstehen, aber hier muss man halt dann auch die Nacht überstehen. Ich weiß nicht, was das... Warte mal, was sind das? Nächstes Mal Rabbit. Ich weiß aber nicht, ob die gefährlich sind oder ob man den trauen kann. Noch mehr krass. Ich glaube, wir können uns jetzt so irgendwas basteln bestimmt. Dress. Fight. Grass Suit. Okay, da haben wir noch nicht genug Gras für. Aber wir sollten auch erstmal ein Lagerfeuer gleich machen. Aber der Tag ist ja gerade mal bei der Hälfte, also brauchen wir es noch nicht. Ah, hier, Flint. Perfekt. Und ich sammle mal eben die ganzen Bären hier ein. Ich glaube, das... Looking for Carrots, okay. Da brauchen wir, glaube ich, auch erstmal eine Waffe oder so. Deswegen müssen wir erstmal mit Bären auskommen. Ich hoffe, der greift mir nicht an. Nee, ein Glück. Ich weiß das nämlich immer nicht genau. Wie hört der sich denn an? Nee. That must lead to the kingdom. Okay. Können wir also noch nicht viel mitmachen. Wir können auch keinen Vogel fangen, ne? Ah, schade. Kann ich jetzt... Warte mal, was brauche ich dafür noch? Ach so, genau, eine Axt muss ich jetzt erstmal basteln. Bild. Mach mir mal eine Headset, so. Zack. Ah, okay. Chop, chop, chop. Weiter, 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 weiter. Wir brauchen das Holz. Jawohl. Und Pinien, ich weiß nicht. Die kann man, genau, damit kann man das Feuer wieder entfachen sozusagen. Wenn die Flamme nicht mehr so groß ist. Zunder sozusagen. Zack.
Immer schön Holz mitnehmen. Ich weiß auch gar nicht, die Bäume werden nicht nachwachsen, glaube ich nicht, aber... So die ganzen Beeren und so. Pass mal auf hier. Gras ist immer ganz wichtig, das brauchen wir nämlich auch fürs Lagerfeuer. Und hier Beeren. Oh, wir haben schon ganz gut was gefunden, ey. Das sieht, glaube ich, besser aus als in der Runde, wo ich privat hier mal gezockt habe. Das war auch mehr zum Gucken. Damit ich nicht gleich so hier reingeworfen werde in das Spiel. Ich musste mir das ja auch erstmal ein bisschen angucken. Ob das überhaupt was für mich ist? Oh! Attack! Wow. Okay, jetzt mit der Axt können wir auch attackieren. Kriegen wir hier so einen Hasen? Ah, schade. Oh, oh, oh. Okay. Ah, scheiße. Wollte der uns gerade angreifen? Okay, wir sollten uns so langsam ein Lagerfeuer basteln. Campfire. Firepit. Dafür haben wir nicht genug Steine. Okay. Zack. Ah. Jawohl. Da müssen wir gleich mal ein bisschen was reinschmeißen. Weil das bleibt nicht bei dieser Dunkelheit. Es wird noch dunkler. Noch mehr. Noch mehr. Können wir uns eigentlich auch eine Fackel bauen? Ja. Okay, Bild. Gut, die wählen wir aber jetzt noch nicht aus. Damit können wir dann nämlich später rumgehen, wenn es wirklich dunkel ist. Im Moment ist es ja noch relativ hell. Alles noch im grünen Bereich. Aber es wird nachher so dunkel, dass wir wirklich nur um dem Lagerfeuer wirklich, um das Lagerfeuer herum Licht haben. Deswegen müssen wir gucken, wenn das hier in das Blaue geht, die Uhr, dann wird es richtig dunkel. Na komm. Na, nimm mal erstmal alles mit hier. Eigentlich brauchen wir noch viel mehr Steine. Ich glaube, die Pflanzen, das ist auch sowas, was wir dann... Was war das? Okay, ich gehe lieber wieder nach oben. Erstmal eine Karotte mitnehmen. Achso, vielleicht, warte mal, können wir mit der Karotte Kaninchen oder sowas anlocken, wenn wir die in das Rabbit Hole packen? Okay, leider nicht. So dumm sind die wohl nicht. Hm. Geh weg da. Meine Krassamen. So. Oh, noch mehr Seeds. Na komm, ich nehme die Karotte mal wieder mit. Oder? Ne, das geht nicht. Okay. Na, wohl nicht. Dann weiß ich noch nicht, wie wir das machen. Da könnte man doch bestimmt eine Falle oder sowas bauen. Man kann doch bestimmt auch irgendwie Fallen bauen. Warte mal, Survival. Trap. Bauen wir mal eine Trap. Achso, die baut er direkt hier hin, oder? Wild. So. Jetzt haben wir eine Trap. Okay. Dann bauen wir hier mal eine Falle hin. So, zack. Können wir noch eine bauen? Was brauchen wir da eigentlich für? Noch mehr Gras. Oh. Nein! Nein, 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 nein. Oh. Ja, ich muss... Nein! Ah! Ah! Oh nein! Oh nein! Toll, das war ja gut. Ich habe nicht dran gedacht, das Feuer am Leben zu erhalten. Scheiße. Okay, versuchen wir es nochmal. Verdammt. Es hätte so gut werden können. Okay, das ging jetzt schnell. Ja. Da habe ich beim letzten Mal aber deutlich länger durchgehalten. Weil ich habe einfach das Lagerfeuer vergessen. Und irgendwie wollte er kein neues blenden, verdammt. Naja, ich weiß, ich sehe nicht so gut aus. Das Problem ist auch, auch wenn da eigentlich gar nichts ist, wenn es dunkel wird und man kein Licht hat, dann ist vorbei. Gut, okay, auf ein neues. Diesmal kriege ich es aber hin, die Nacht zu überstehen. Das habe ich schon, ich habe schon zwei oder drei Nächte überstanden beim letzten Spielen. Und das war, glaube ich, das war das erste Spiel. Ich habe noch nicht so lange gespielt, aber trotzdem gleich irgendwie zwei Nächte überlebt. Okay. Oh, cool. Jackpot. Hier ist hier ein Crestland oder sowas. Ja, das nehmen wir alles mit. Die Kaninchen tun jetzt zum Glück nichts. Weil wir hatten ja wirklich ganz viele Sachen dabei. Wir hatten ja auch Essen, alles.
Ich muss mehr aufs Lagerfeuer aufpassen. Nimm das mit. Zack. Ja, komm. Noch mehr Gras. Ich brauche noch mehr Gras. Ich baue mal gleich eine Falle hier. Die Falle kann ich bestimmt mit der Karotte oder so verbinden. Weil so einfach werden die wahrscheinlich da nicht reinrennen. Mushroom, mein Pilz. Aber erstmal noch ein paar Flint. Ich glaube, jetzt können wir uns auch eine Headshot bauen, oder? Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir denn, um Waffen zu bauen überhaupt? Das zeigt ja hier noch gar nicht an. Okay. Quest Suit. Ach, den können wir auch bald bauen. Das noch mehr Grassland, okay. Das ist natürlich perfekt. Weil Gras können wir eigentlich nie genug haben. Und natürlich Nahrung genauso wenig. Erstmal müssen wir uns mit Beeren durchschlagen. Bevor wir hier irgendwelche Viecher essen können. Und ich habe ins Feuer ja auch vorne das Falsche reingeworfen aus Versehen. Das war ja gar nicht beabsichtigt. Aber dass das dann so schnell runterbrennt, hätte ich auch nicht gedacht. So, Holz, Pinien. Aber da müssen wir nur ein paar Tannenzapfen reinpacken. Das reicht ja schon. Oder Gras zum Beispiel. Von dem wir jetzt ausnahmsweise ja mal relativ viel haben. Wir gucken gleich mal zur Falle, ob da irgendwas reingerannt ist, aber ich glaube ja leider nicht. Wahrscheinlich müssen wir da... Hallo? Wahrscheinlich müssen wir da irgendwas reinpacken. Oh, das war mal eine gute Ausbeute. Großer Baum. Schauen wir doch mal zu der Falle. Kann doch schneller rennen eigentlich? Nee. Pick up Trap. Achso, die können wir aber wieder mitnehmen. Das wäre cool. Okay. Wahrscheinlich nur, solange da nichts reingelaufen ist. Können wir die auch hier direkt... Okay, anscheinend nicht. Okay, wir müssen jetzt so langsam zusehen, dass wir unser Lagerfeuer hier fertig kriegen. Warte mal. Ich werde nochmal das ganze Gras hier einsammeln. Das ist so viel. Hui. Und noch sind wir nicht auf irgendwelche Viecher gestoßen. Denn solange wir in der Nacht ein Lagerfeuer haben und so, ist glaube ich auch alles gut. Dann kommen die auch nicht. Okay, da brauchen wir eine Spitzhacke. Da brauchen wir aber wahrscheinlich auch Flint für wieder. Okay, komm. Zack, so. Add Fuel. So, da wird die Flamme nämlich auch immer ein bisschen größer. Da muss ich jetzt mal ein bisschen drauf achten. So, Mushrooms. Können wir die eigentlich, die können wir doch bestimmt in das Feuer reinpacken. Also quasi rösten sozusagen. Ich weiß nicht, ob... Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, die zu essen. Pilze ist ja immer so eine Sache, ne? Ich weiß natürlich nicht, wie das hier im Spiel ist, aber... Bei Minecraft ist es ja zum Beispiel, kann man ja die Pilze alle essen, ist ja egal. Aber im echten Leben, da sollte man das nicht unbedingt machen. Sollte man vom Pilzen ja eher die Finger lassen, wenn man nicht weiß. Oh! Oh! Ah, es brennt! Aua! Okay, wir haben großes Lagerfeuer. Juhu. Scheiße. Es brennt alles. Okay, das war nicht geplant. So. Oh, die Flamme wird nicht größer. Was machen wir denn mit der Asche? Brauchen wir die noch für irgendwas? Okay, krass. Wir haben so viel Gras mittlerweile. Dann können wir... Warte mal. Warte mal, was ist mit dem... Nee. Peaches, was haben wir hier? Red Cap. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Kochen wir den nochmal. Ja, komm. Essen wir den mal. Okay. Sah jetzt nicht so schlecht aus. Es wird gleich auch richtig dunkel, aber zum Glück ist das nicht allzu lange. Ich sammle mal noch mehr Gras. Weil wenn wir nichts anderes haben, dann können wir da auch Gras reinwerfen in das Feuer. Ist egal. So, ich gehe mal lieber wieder ein bisschen zurück. Es wird ja schon wieder... Es wird gleich wieder richtig dunkel.
Mal sehen, ob da noch ein paar Pinien rausspringen. Ja. Jawohl. Komm, den hauen wir auch noch mal eben um, bevor es richtig dunkel wird. Na komm, mach schon. Ja. Ich will nur die Nacht überstehen. Na komm. Add Fuel. Wir haben so viel Gras hier in der Umgebung, da ist das nicht so schlimm. So. Das können wir auch nochmal mit reinwerfen. Ich hoffe, das hält jetzt ein bisschen länger. Feuer. Allein wie hier mal eben die ganzen Bäume abgebrannt sind. Huch, war ich nicht. So, was können wir uns denn noch craften? Wir basteln uns mal eine Fackel. Ich hätte einen Rechtsklick machen müssen. Ich habe in der Eile einfach mal einen Linksklick gemacht und das hat natürlich nichts gebracht. So, noch eine Trap brauchen wir nicht. Wir haben ja schon eine. Müssen wir nochmal irgendwo platzieren. Ich darf nicht zu weit ins Dunkle gehen. So. Können wir uns irgendwie... Ja, das basteln wir doch mal eben. Jawohl! Juhu! Wir haben unser erstes Kleidungsstück. Es hält das auch Schaden ab? Ich weiß das gar nicht. Was können wir denn hier machen? Science Machine. Was brauchen wir dafür? Gold Nugget. Rocks. Okay. Was brauchen wir überhaupt für eine Spitzhacke? Okay, da brauchen wir zwei Flintstones für. Also das Feuer hält aber auch nicht lange. Da passen wir erstmal ein bisschen auf. Ich weiß nicht. Oh, es ist gleich auch schon Tag. Okay, ich glaube, mehr müssen wir da gar nicht reinwerfen. Das könnte. Wir könnten es überleben. Was man alles noch so machen kann hier. Locksuit. Sleep Dart, Fire Dart,